Jo, hallo Leute, das ist jetzt etwa eine Woche nach dem Maximalkrafttest und ich habe diese Woche nur dreimal trainiert, weil mein Arm Probleme macht. Also das war halt eben so, Samstag hatte ich den Maximalkrafttest, Sonntag habe ich Pause gemacht und dann habe ich halt Montag angefangen. Habe mir gedacht, okay, ich mache einen neuen Small-Off-Cycle mit Bankdrücken und das hätte halt angefangen mit 6x6 mit 110 Kilo. Und das habe ich dann erstmal gemacht, habe dann ein bisschen 110 Kilo gemacht und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass halt ja meine Arme irgendwie wehtun und so weiter. Dann habe ich, glaube ich, noch 4 Sätzen schon aufgehört mit Bankdrücken. Habe gedacht, okay, dann mache ich jetzt halt noch Squats. Da wollte ich dann auch den Small Off Cycle machen, allerdings den Base Cycle aus dem Original Small Off Programm. Und da wären dann 140 Kilo oder waren 140 Kilo 4 Sätze mit 9 Wiederholungen dran. Und da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie tun mir meine Arme immer noch weh, wegen halt aufgrund dieser Lower-Position. Da muss ich meine Arme schon einigermaßen verrenken und ja, weil ich jetzt, keine Ahnung, nicht so die übelste Schultermobilität hat, war das auch nicht so angenehm für die Arme. Das heißt, da habe ich dann auch nach 3 Sätzen aufgehört. Und dann habe ich halt wiederum einen Tag Pause gemacht und dann bin ich wieder ins Training. Habe nochmal probiert, was geht. Kann ich vielleicht Kreuzheben machen? Ging aber auch nicht, weil meine Arme noch immer kaputt waren. Und dann habe ich halt wieder Squats probiert und da waren dann entsprechend 150 Kilo, ja, 150 Kilo für 7 Wiederholungen dran. Da habe ich dann auch nur 2 oder 3 Sätze gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und auf jeden Fall, das war praktisch auch das Einzige, was ich machen konnte, weil mir halt meine Arme wehgetan haben und eigentlich konnte ich noch nicht immer richtig Squats machen, weil sie mir auch bei den Squats wehgetan haben. Und das ist halt irgendwie schon relativ frustrierend gewesen. Und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, warum das passiert ist, also ich glaube einfach, ich war nicht aufgewärmt. Also ich denke, dass ich Samstag bei dem Maximalkrafttest, wo ich dann halt einfach für mehrere Versuche irgendwie 160 Kilo versucht habe, dass ich das einfach nicht geschafft habe, dass ich mir da vielleicht schon irgendwas ja kaputt gemacht habe von vornherein in meinen Arm und dass ich dann halt eben ja Montag nicht richtig aufgewärmt war und dass ich dann da noch mal ein bisschen mehr kaputt gemacht habe. Aber auf jeden Fall, ich konnte dann Mittwoch auch gerade so ein bisschen Squats trainieren, musste dann aber auch irgendwann abbrechen, weil mir meine Arme zu weh getan haben. Und dann blieben halt nur noch irgendwie Beinmaschinen übrig. Hackenschmidt war ganz gut, weil da braucht man halt, kann man schön Beine trainieren, braucht man da überhaupt keine Arme. Und keine Ahnung, Warn oder sowas ging halt. Und da habe ich wieder einen Tag Pause gemacht und dann bin ich wieder hingegangen, habe geguckt, wie es dann aussieht mit den Armen, weil das Ding ist ja, normal habe ich mit meinen Armen überhaupt keine Probleme. Aber wenn ich die dann irgendwie belaste, wenn ich dann doll irgendwas ziehe oder drücke oder was weiß ich, dann tun sie auf einmal weh. Also das ist sehr merkwürdig. Wenn ich jetzt hier zu Hause irgendwas mache, auch moderate Belastungen, dann merke ich überhaupt nichts in meinen Armen. Erst wenn ich halt dann irgendwie dolle Gewichte bewege. Das ist halt ein bisschen doof, deswegen gehe ich immer halt ins Training und denke so, ja, super, Mann, meine Arme fühlen sich toll an und dann will ich irgendwas Schweres bewegen und dann auf einmal tun die wieder weh. Ja, ist natürlich ein bisschen doof. Also dann bin ich Freitag nochmal hingegangen. Da habe ich dann 160 Kilo für 5 Wiederholungen gemacht. Ich weiß auch nicht mehr genau, 2 oder 3 Sätze oder sowas. Auf jeden Fall halt auch wieder deutlich weniger. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, okay, wieder Probleme in den Armen, geht immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. Und ja, habe dann wieder irgendeinen anderen Kram gemacht. Da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen Oberkörper trainieren. Habe ich ein bisschen, wie nennt man das, Überzüge gemacht. Also die gingen einigermaßen. Das ist zwar auch Arm, also braucht man praktisch Arm, um was festzuhalten, aber so wie die Position war, war das relativ stabil und hat keine Schmerzen verursacht. Also schade, diese Woche Training war leider für den Eimer. Ich konnte zwar ein bisschen Squats machen, aber auch nur relativ wenig. Ich konnte fast gar keinen Oberkörper trainieren. Und ja, meine Arme sind halt irgendwie ein bisschen gedamaged. Ich
Muss mal schauen, wie sich das jetzt verhält. Also es wird zwar immer so, ne, ein bisschen besser. Wie gesagt, im Alltag beeinträchtigt mich das überhaupt nicht. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann von alleine wieder weggeht und dass ich dann normal weiter trainieren kann. Ja, aber sonst halt erstmal, ja, ich bin eigentlich immer guter Dinge ins Training gegangen und habe dann halt immer gemerkt, okay, shit, funktioniert doch nicht. Mal sehen, vielleicht wird es ja irgendwann wieder besser und dann melde ich mich zurück.